Willkommen zurück mal wieder bei Grippy Golf. Und ja, wir wollen heute mit der Gummiente starten, denn das erste Level in der vierten Welt heißt Bänder und vielleicht gibt es Gummibänder, Gummienten, irgendwie passt das ja ganz gut, aber vielleicht wechseln wir auch zwischendurch mal wieder durch. Okay, die vierte Welt hat zwar nicht so viele Level wie einige andere bisher, aber ich bin mir sicher, leichter wird es deswegen nun nicht. Und mein Gott, es macht ein Geräusch. Natürlich. Ja, leider hat uns die Gummiente noch kein Glück gebracht, aber ich bin mir sicher, das wird sich schon noch ändern. Ah, okay, die können auch wirklich beschleunigen. Da brauchen wir gar nicht so viel selber steuern für den Anfang. Ja gut. Dann lasse ich das mal sein. Oh, super. Ich weiß noch nicht, was wir einsammeln sollen mit den Magneten. Ebenfalls eine neue Technologie, die wir hier so, ja, im letzten Mal kennengelernt haben. Aber scheinbar eine Straßensperre. Da habe ich gar keine gesehen. Jawohl, da sind sie also, die Straßensperren, ganz am Anfang. Man muss aber wirklich aufpassen, wie man da überhaupt hinkommen soll. Also, ja, ein offenes Auge, der vorgegebene Weg der Bänder ist ein bisschen irreführend. Aber cool, schön, dass das auch noch geklappt hat. Generell finde ich diese Fabrik oder diese Beförderungsbänder super cool, weil ich schon auch mag, dass die, egal von welchem Winkel wir gerade kommen, dass die uns einfach direkt immer auf ihren Weg mitziehen. Mag physikalisch nicht korrekt sein, ist aber als Spielemechanik viel besser zur weiteren Planung. Die Mindestgröße. Ja, aber welche Mindestgröße müssen wir denn einhalten? Na gut, lassen wir uns mal hier darauf ein. Ah, das war bestimmt schon zu früh. Wir müssen sicherlich an den Anfang hier. Aber wie genau? Ich sehe da ja halt schon so einen weiteren Pfeil, womit wir eigentlich nach oben kämen. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Ich bin so irritiert mal wieder. Ach, vielleicht sollte ich mich einfach einmal darauf jetzt einlassen und nur einen normalen Weg mitgehen. Ja, der normale Durchlauf ist also kein Problem. Aber für, ja, ich habe es befürchtet, drei große Pylone bräuchten wir für das Bonusziel. Ich würde ja vermuten, dass wir uns hier immer wieder zurückschleudern lassen müssen. Also immer wieder vom Band wegkommen, aber dann wieder zurück, um ein weiteres einzusammeln. Oder? Und dafür brauchen wir natürlich eine bestimmte Größe. Ja, jetzt hätten wir halt schon drei, aber ich hab's verkackt. Vielleicht brauche ich einfach nur einen Ticken mehr Glück, aber ich glaube, die Idee ist ganz gut. Ja. Bloß die Durchführung, an der hapert es mal wieder. Man kennt es. Oh, der zweite Pylon. Boah, nein, nein, nicht zurück. Ach Gott. Mittlerweile habe ich auch erkannt, warum dieses Level hier Mindestgröße heißt. Nämlich, weil wenn man nicht sofort beim ersten Band, beim allerersten Versuch, einen großen Pylon hier einsackt, dann kommt man ja nicht über diesen einen Pfeil. Also man braucht ja eine gewisse Mindestgröße, um da überhaupt den zu berühren. Aber ja, wenn man keinen Pylon erhält, dann ist das natürlich schwer. Da
flitzt die kleine Gummiente drunter oder einfach weg. Ach Mann, ich hatte echt einfach nur Glück im ersten Anlauf und ich habe es nicht genutzt, um sofort das Bonusziel zu erreichen. Es wäre eigentlich nicht so schwer gewesen, aber egal. Kommt schon. So. Nein. Nein, nein, nein. Mhm. Mal sehen, ob ich davon jetzt etwas schneide. Das ist ja schon hier ein halber Slapstick-Film geworden. Okay, komm. Stimmt ja. So, hier jetzt Mindestgröße, bla bla bla. Sehr gut. Okay, wir haben 3 Stück. Jetzt brauche ich nur noch das richtige Timing, um auch hier hinzukommen. Und jawohl. Endlich. Also wirklich. Der Sprung. Ja? Oha. Was passiert denn hier? Okay. Ich verstehe noch nicht, was hier zu tun ist, wenn ich ehrlich bin. Was zur Hölle? Also jetzt mal ohne Witz, ich soll ja irgendwie vermutlich wieder die kleinen Pylone mitnehmen, ne? Ja. Gut, einen habe ich. Und wie komme ich an den nächsten? Okay, gut. Ich brauche ja... Ach, brauche sogar nur einen. Der sagt das doch. Oh nein! Ey! Okay, ich habe einen. Ich habe 2. Nein! Warum? 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 Ja, toll. Das war ja mal gar nichts. Aber da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da soll ich auch hin. Da sind 10 Kilo gewünscht und ich komme da nicht hin. Weil ich zu blöd zum Schießen bin. Das gibt's doch nicht. Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ich da wieder den Pylon nicht getroffen habe. Ja, danke. Passt. Bitte durch. Ich frag mich halt, was hier jetzt gleich noch dann der große, fiese Trick ist, was ich tun muss. Ich weiß es einfach nicht. Was kann denn da noch das gottverdammte Bonusziel sein? Ja, mit weniger als 2 großen Pylonen. Wie soll ich das denn ohne 2 große Pylone schaffen? Hä? Jetzt mal ganz ehrlich, was hat denn hier noch irgendwelche Masse außer die Pylone? Nein! Ja, komm, ist gut. Brauche ich gar nicht erst versuchen. Wenn ich einen Pylon... Also ein Pylon ist ja okay. Pipapo Pylon. Aber 2? Ich habe keine Ahnung und das nervt mich so. Dubidubidubdubdub. 5 Kilo außerhalb der Pylone. Keine Ahnung, wie ich die irgendwie hier kriegen soll, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, die Ente hat Spaß. Ach,
komm, es ist doch langsam albern hier. Ja, okay. Jetzt rüber mit dir. Bitte, bitte einfach durch. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch finden. Löscht. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll denn hier noch sein? Ich weiß jetzt, wie wir da hinkommen. Und es ist nicht so, wie ich gedacht hätte. Wir brauchen einen großen Pylon. Und nichts anderes. Jetzt nur noch nichts weiter einsammeln. Das ist es. Und jetzt um 180 Grad drehen und hier nach oben gehen. Denn da ist ein kleines, fieses Loch. Ja, die Barriere ging nicht ganz bis an die Decke. Und damit vielleicht ist der Sprung als Name für das Level auch so gemeint. Ey, weiter geht es. Die kleine Quietsche-Ente musste weichen, denn wir befinden uns nun in dem vielsagenden Level Schleudersitz. Und daher wollte ich sie auch wegschleudern und mal sehen, was wir hiermit, ja, so anrichten können. Oh mein Gott. Ja. Also, es läuft, aber nicht wirklich gut. Ich muss hier noch mehr über die Levelstruktur lernen. Ach, das ist halt so blöd. Man braucht unbedingt bei jedem Ding auf jeden Fall den jeweiligen Boost. Deswegen müssen alle Pfeile erreicht werden, weil man nur so ja wieder die Richtung ändern kann. Sonst wird es eben nichts. Okay. Oder naja, man kann ja natürlich auch immer erstmal nur das jeweilige Level durchspielen mit einer erhöhten Anzahl an Schlägen. Aber wer macht denn sowas? Wir doch nicht. Das wäre ja zu normal. Oh nein, was war das denn? Es triggert mal wieder ein bisschen. Aber passt schon. Ich kämpfe mich da schon durch. Da irgendwie den Abschluss zu finden, um die Richtung nochmal zu wechseln, das sehe ich irgendwie. Also ich sehe es natürlich rein theoretisch von meinem inneren Auge, aber den richtigen Moment dafür abzupassen, das ja, will mir nicht konstant gelingen gerade. Verzeiht daher, wenn es doch einen Ticken länger dauert als sonst. Naja, obwohl, die Videos werden ja hoffentlich ordentlich geschnitten sein, sodass ihr nicht andauernd jeden Fehlversuch seht. Oder zumindest nur die halbwegs unterhaltsamen, weil, ja, ich kann euch sagen, bestimmt die Hälfte der Aufnahmezeit, das ist einfach nur mein grimmiges Gesicht ohne jeden Kommentar und ja, regungslos geradezu. Ein Ausdruck des Hasses und des Weltschmerzes geeint. Ja. Nein! 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 Ich war so knapp dran. Okay. Einatmen, ausatmen und dann geht es weiter. Okay, gut. Das war nicht so gut. Also hier darf man sich wirklich keinen einzigen Fehler erlauben, wie es scheint. Das ist fordernd. Sagen wir es mal freundlich. Und ich bin so doof. Andauernd mache ich denselben dämlichen Fehler. Also,
Ich sollte nicht quatschen. Ich sollte einfach nur meinen Frieden finden. Oh nein! Dieser Zickzack am Ende, der bringt mich ein bisschen zur Weißglut. Da findest du irgendwie den Rhythmus raus, um den ersten blöden Pfeil hier mal hinzukriegen. Und dann geht das Ende. Ah, so. Ja, aber 53 Kilo wird nicht reichen. Erreiche das Ziel mit weniger als einer Mülltonne. Was? Ich dachte, ich soll alle reinholen. Och, nö. Okay, nochmal. Sehr schön, Mülltonne nicht eingesackt. Damit können wir hier auch endlich weiter. Frogger, ja wunderbar. Auf das alte klassische Arcade-Spiel wird hier Bezug genommen, weil wir dürfen wohl ja diese großen Laster nicht großartig nerven, wie es scheint. Okay, schauen wir erst einmal, wie wir hier weiterkommen. Gar nicht, ja. Ich sehe das Problem. Ja, das war auch nicht döll. Ich will doch nur wenigstens den ersten Pfeil mal erreichen. Ist das eine Möglichkeit? Vielleicht. Nein, ja, doch. Ach Gottchen. Hier sind ja so zwei große Pylone am Anfang und ich fürchte fast, dass die dann später Teil der Bonusbedingungen sein werden. Vielleicht, dass man mit einem bestimmten Gewicht dann rankommt. Einfach nur, damit es schwerer wird, weil wenn man nicht nur den Ball oder in unserem Fall den Schläger an das Ziel bringen muss, dann ist natürlich auch die Hitbox dementsprechend höher. Und ja, aber vielleicht. Ach, nö. Ja, nee. Das war nischt. Aber ich denke mal, man muss die zwei großen Pylone gleich am Anfang mitnehmen. Wegen der erhöhten Möglichkeit, dass man dann eben getroffen wird, wird das sicherlich zum Bonusziel dazugehören. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ich muss nur den richtigen Zeitpunkt erwischen und es war nicht dieser. Jawohl. Und war es das Bonusziel? Ja, klar. Erreiche das Ziel mit mindestens zwei großen Pylonen. Das haben wir geschafft. Ja gut, ich habe die Ente wieder zurückgeholt, unsere kleine Quietsche-Gummi-Ente. Denn das Level heißt Ententeich. Also wie kann ich ihr hier einen Auftritt verwehren? So ein Monster bin ich nicht, aber mal sehen, welche anderen schlimmen Dinge ich hier tun werde. Okay, also wir sollen bestimmt diese Straßensperren mitnehmen. Die Frage ist nur, wie kriege ich das hin? Das ist ein bisschen nervig. Ja. Jetzt in... Na, hier sind die Magneten auch erst ziemlich spät wieder da. Ah, einfach mal von der Seite mitnehmen. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Sehr schön.
Man muss sich also auch nicht auf dem jeweils befinden, auf dem Förderband, um die Sachen daraus mitzunehmen. Das vielleicht als kleine Anmerkung am Rande. Und ich habe halt keine 40 Kilo. Ich weiß aber nicht, ob ich die noch hier irgendwie mitbekommen kann. Ich bräuchte auch nochmal Magneten dafür. Ja, es würde gehen. Dann einfach mal durch. Erreiche das Ziel mit mindestens einer großen Pylone. Hatten wir keine? Okay. Wo waren denn welche? Ach, da hinten. Ja, das ist ja fies. Ja, da müssen wir irgendwie anders auch rankommen können. Also mein Tipp für euch wäre, um hier den Bonus hinzubekommen, dass ihr den allerersten Sprung ein bisschen weiter nach links ansetzt, um so den Magneten zu erhalten. Und dann könnt ihr eben nochmal ja boosten und damit eure Richtung ja auch ändern. Es ist aber, das habt ihr gesehen, ganz schön fisselig. Und ja, es ist leider auch nicht immer von Erfolg gekrönt am Ende, weil man sich dann doch ja immer sehr schnell anders positionieren muss und so. Aber die Grundidee dürfte jetzt klar sein, wie wir hier zu dem Bonusziel kommen wollen. Und das sieht bisher ganz okay aus, wenn ich nicht dann abgrundtief verkacken würde. Ja. Aber das große Pylon kriegt man so. Und damit ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hier nicht immer wieder versage. Aber egal, ich bin optimistisch hierbei. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Bitte, quietsch, 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 ja. Aber ich komme durch. Ich komme durch. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, entgegen jeder Statistik, komme ich hier durch und damit zum Ziel. Also, ein schwieriges Level, aber sehr, sehr cool, wenn man es dann weiß, wie es gehen soll. Schön. Die Fabrik. Ich dachte, da befinden wir uns schon die ganze Zeit, aber ja, sehr, sehr viele Fließbänder. Und das wird ein wilder Abschluss, wie es scheint. Wir gucken uns mal an, was das hier werden kann. Aber ich glaube mal wieder, dass ich dafür ein paar mehr Anläufe brauche als sonst. So. Oh mein Gott. Warum schickst du mich fort? Heißt das, ich hätte schon früher abspringen müssen? Oder wie genau soll ich mich da fortbewegen? Also da oben gibt es halt dann auch nochmal ein paar Pfeile und ich weiß nicht, ob die mich wieder nur trollen sollen oder nicht. Aber wir versuchen da jetzt mal hinzukommen. Also, dieses Level ist vom Aufbau wirklich bisher das komplexeste. Und ich muss sagen, wenn das erst die vierte Welt ist, wie sollen die nächsten und damit ja vermutlich auch letzten zwei aussehen? So. Ach nee, komm, komm. Nee, 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 nee. Das gibt es nicht.
okay, es hat jetzt einfach mal wundervoll geklappt. Und auch die drei Sterne gleich. Vier große Pylone. Ich bin erschüttert, aber auch entzückt. So, womit würde denn die fünfte Welt starten? Mit einem Salto? Okay. Dann gucken wir mal, was der Sterneladen für unsere 33 Sterne bereithält. Heute nur noch den Kopf. Das ist der vorherige Ladenbesitzer. Frag besser nicht. Ja gut, den können wir mal kaufen. Und den werden wir auch beim nächsten Mal in jedem Falle einsetzen. Dann beim Salto. Denn ja, was für ein Salto dieses Spiel hier noch vollziehen wird und welche Überraschungen hier sein werden. Mal sehen. Ich bin genauso überrascht und immer wieder hinweislos wie ihr. Ja, ich freue mich. Bye, bye.